Ich zitiere George Bernard Shaw, den irischen Nobelpreisträger. You have nothing to say, but mention the quantum theory, and people will take your voice for the voice of science and believe everything you say. Vielleicht ist das der Grund, warum ich eingeladen wurde. Jedenfalls bedanke ich mich sehr herzlich für die Einladung. Oder es ist, ich zitiere Hinterhäuser, es geht um Fragen nach dem Wesen von Wirklichkeit und nach dem, was Realität ist. Genau zu diesen Fragen hat die Quantenphysik einiges beizutragen. Insbesondere auch über das Konzept der Verschränkung, für das der Nobelpreis 2022 vergeben wurde, und zwar für die experimentelle Bestätigung dieses Konzepts, das von Einstein und von Schrödinger, österreichischer Nobelpreisträger, stammt. Verschränkung löst entweder unser Bild von Raum und Zeit auf oder unser Bild der Wirklichkeit oder, wie ich als Romantiker es hoffe, beides. Es gibt hier Zusammenhänge, die alle Grenzen von Raum und Zeit sprengen und die die übliche Auffassung einer Wirklichkeit, die in allen ihren Eigenschaften unabhängig von der Beobachtung ist, in Frage stellt. Das Interessante war, dass neben diesen Grundlagenfragen, die die drei letzten Nobelpreisträger seit vielen Jahren betrieben haben, wir dadurch auch den Weg für Quanteninformationswissenschaften geöffnet haben, was niemandem am Anfang auch nur annähernd bewusst war. Ja, wie kommt das Neue in die Welt? Das wirklich Neue? Woher kommen neue Ideen? Das Neue, das nicht in irgendeiner Weise vorbestimmt ist. Ich möchte die Geschichte von Max Planck erzählen. Ein junger Physiker, junger Mensch, gerade Matura oder Abitur gemacht, 1879. Ihm wird erzählt von einem der berühmtesten Physiker in München: Studieren Sie nicht Physik, denn in der Physik ist alles schon bekannt. Es geht nur darum, einige kleine Löcher zu schließen. Max Planck hat zum Glück Physik studiert und er widmete sich einer anscheinend banalen Fragestellung, nämlich der Frage, wie ist die Farbe glühender Körper zu erklären. Er konnte dies erklären im Jahr 1900, als er sich, wie er schreibt, zu einem Akt der Verzweiflung zwang. Er musste annehmen, dass es Ereignisse gibt, die keinen erklärbaren Grund haben. Er musste annehmen, dass die Welt nicht kontinuierlich ist, sondern dass es unteilbare, heute Quanten genannte Einheiten gibt. Und plötzlich wird die Zukunft mehr offen, als es vorher nach dem Bild der klassischen Physik war. Ich möchte eine Frage stellen, die mir ganz wichtig ist. Ist Wahrheit eine Frage der Mehrheit? Dazu Einstein. 1905 hat er die sogenannte Hypothese der Lichtquanten aufgestellt, dass das Licht aus kleinsten Teilchen besteht, die wir heute Photonen nennen. Einstein war damals in Zürich und er wurde 1913 an die Akademie der Wissenschaften, die Preußische Akademie der Wissenschaften in Berlin berufen. Und in der Befürwortung heißt es, Befürwortung durch drei Nobelpreisträger,
Man soll ihn berufen, obwohl er gelegentlich über das Ziel hinausgeschossen hat, nämlich in seiner Hypothese der Lichtquanten. So schön, so gut, man hat ihn berufen und jetzt kommt's. Und damals war die Mehrheit, wissenschaftliche Mehrheit, fast ausschließlich der Auffassung, dass das Unsinn war. 1922 erhielt Einstein dafür den Nobelpreis der Physik. Und das ist das, was an Naturwissenschaften so fantastisch ist. Dass eine ganze Community, wo die Mehrheit einer Meinung ist, plötzlich umschalten kann und nicht aufgrund irgendwelcher Gefühlsentscheidungen, sondern weil das Experiment sagt, so ist es und nicht anders. Die Frage für mich, die mich immer schon fasziniert und die natürlich auch die Künste genauso betrifft, ist, was ist Kreativität? Kreativität ist offenbar etwas, das unbewusst abläuft und das in dem Moment, wo es geschieht, nicht in irgendeiner Weise logisch begründbar ist. Ich habe es oft erlebt, dass wir meine ich, meine akademischen Lehrer, meine akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Ideen hatten, von denen wir begeistert waren, wo aber die Begründung, die wir da angeführt haben, am Anfang vollkommen hanebüchern und schlicht und einfach katastrophal falsch war. Es hat sich aber herausgestellt, die Idee war oft richtig. Und das ist für mich ein großes Wunder. Wie gibt es das? Im Nachhinein konnte man immer erklären, warum es funktioniert. Allerdings haben Ideen eine hohe Säuglingssterblichkeit. Die meisten Ideen überleben nicht den ersten Tag ihres Lebens. Und in dem Fall geschieht ihnen recht. Wir haben zum Glück, wie ich gesagt habe, die ultimative Richterin, die Natur, das Experiment. Und das ist das Wunderschöne an den Naturwissenschaften. Ich möchte in diesem Zusammenhang auf junge Menschen zu sprechen kommen, auf ganz junge Menschen, Kinder. Ich habe sehr oft beobachtet, dass Kinder genuin begeistert sind von Wissenschaft und von Kunst. Die wesentliche Herausforderung für mich ist nicht, wie oft gesagt wird, Begeisterung zu wecken, sondern diese Begeisterung zu erhalten. In meinen Augen bedeutet das heute, in der heutigen Situation, mehr persönliche Interaktion und weniger Computereinsatz, auch in den Schulen. Mit kurzen Messages kann man nicht den nötigen tiefen Diskurs führen. In Covid-Zeiten war es sicher wichtig, dieses Medium zu nutzen, aber jetzt könnten wir es, glaube ich, ein wenig zurückfahren. Ebenso wie die damals sicher notwendige, aber heute vielleicht zurückzufahrende Bürokratie. Eine zentrale Herausforderung ist auch, dass wir in den Schulen oder möglichst früh auch, ich sage auch, die Hochbegabten identifizieren und entsprechend fördern. Jetzt bin ich gespannt, wann die andere Saalhälfte applaudiert. Von Vernunft wurde schon gesprochen, von der Aufklärung. Ich möchte doch das Original zitieren, Immanuel Kant. Und darum geht es. Die Maxime, jederzeit selbst zu denken, das ist die Aufklärung. Oder wie er so schön sagt, sapere aude. Habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Und ich habe das Gefühl, dass Vernunft heute vielleicht eine gefährdete Spezies ist.
Wir haben in unseren liberalen Gesellschaften, Gott sei Dank, auch eine Konsequenz der Aufklärung, Gesetze, Regelwerke, die für alle gleich sind. Nur schießen wir vielleicht gelegentlich ein wenig über das Ziel hinaus. Vielleicht haben wir zu viele Detailregeln, zu viel Administration. Das Wichtige ist, dass wir von der Vernunft geleitete allgemeine Regeln besitzen, über die ein möglichst breiter Konsens besteht. Aber, zitiere Hans Sachs aus den Meistersingern, nach dem Vorsingen des Stolzing: eine schwache Regel, die nicht eine Ausnahme verträgt. Wollt ihr nach Regeln messen, was nicht nach eurer Regeln lauf, der eigenen Spur vergessen, sucht davon erst die Regel auf. Aber, und das ist für uns, glaube ich, heute auch ganz, ganz wichtig, nicht alles, was den rechtlichen Regeln nach möglich ist, ist moralisch, ethisch verantwortbar. Zitiere hier Bertrand Russell: die moderne Menschheit hat zwei Arten von Moral. Eine, die sie predigt, aber nicht anwendet, und eine, die sie anwendet, aber nicht predigt. Ohne Vernunft ziehen wir sicher den Boden unter unseren Füßen weg. Wenn wir uns nur auf das Faktische beziehen, laufen wir Gefahr, in eine Banalität zu laufen. Eine andere Frage, die ich ansprechen möchte, ist Wissenschaft absolut gesichertes Wissen? Immer und überall. Die Antwort kann natürlich sein, muss sein, es kann immer neue Erkenntnisse geben. Selbst große Konzepte wurden schon durch Besseres, Tieferes verändert. Aber deshalb darf man nicht gegenüber der Wissenschaft skeptisch sein und die Wissenschaft ablehnen. Ich darf allein die Medizin erwähnen. Ohne die moderne Medizin, die im Wesentlichen naturwissenschaftlich begründet ist, wäre, und das ist eine harte Aussage, ein Großteil der hier Anwesenden, mich eingeschlossen, heute nicht am Leben. In diesem Sinne ein Appell. Ich appelliere, die Möglichkeiten der genetischen Verbesserungen nicht auszuschließen. Die neuesten Methoden wie etwa CRISPR-Cas und Ähnliches geben uns die Chance, Krankheiten individuell gezielt zu bekämpfen, in einer Weise, wie es bisher noch nicht möglich war. In der Landwirtschaft können wir weitaus höhere Erträge erwarten. Ich erwähne in diesem Zusammenhang nur die Gefahr oder den Hunger in Afrika. Ein paar kleine Worte über die Zukunft. Wie weit ist Zukunft vorhersagbar, vorhersehbar und Ähnliches? Ich darf hier ganz kurz auf meinen Nobelpreis eingehen. Im Jahre 88 habe ich gesehen, wie fantastisch diese Verschränkung sein muss, dieser nicht lokale Zusammenhang von Dingen und so weiter. Und ich habe mich entschlossen, mein Forschungsgebiet vollkommen zu ändern und das in Zukunft zu machen. Und jetzt ist das Wichtige. Damals hatte ich weder ein klares Ziel vor Augen, sondern nur ungefähr. Und es war überhaupt nicht klar, mit welchen Methoden das Ziel erreicht werden kann. Und es hat 10 Jahre gedauert, bis wir die sogenannte Vielteilchenverschränkung der zentrale Bild im Experiment realisieren konnten. Wenn es damals schon, wie es heute leider, da muss ich sagen, auf österreichischer und auf europäischer Ebene immer häufiger gefordert wird, wenn ich damals schon das Ziel klar definieren hätte müssen und die Methoden angeben, hätte ich niemals den Nobelpreis bekommen. Das liegt mir ganz, ganz, ganz stark am Herzen. Es geht darum, das Ungewöhnliche zu finden, für das Unvorhersehbare offen zu sein.
Es geht um den, nicht um den nächsten Schritt, den man klar definieren kann. Der nächste offenkundige Schritt ist zu wenig. Ich habe den Eindruck, dass die Förderungsmechanismen mit heute immer stärker in Richtung Praxis oder Innovation laufen und dass das Gefahr besteht, die Grundlagenforschung weniger zu finanzieren. Das ist erstens schade, weil Grundlagenforschung gehört zur menschlichen Kuriosität, zur Neugier, und zweitens, ohne Grundlagenforschung wird es keine Innovationen geben. Ich möchte ein klein wenig auf Zukunftsbilder eingehen. Es wurde schon von Herrn Kogler erwähnt. Die Frage ist, ob man angesichts der jetzigen Situation wirklich nur pessimistische Zukunftsbilder haben soll, kann, oder ob man optimistische haben soll oder ob man überhaupt Zukunftsbilder haben kann. Ich habe vor kurzem, als ich mich auf diese Rede vorbereitet habe und das einem Kollegen gegenüber erwähnt habe, habe ich eine Ansichtskarte geschickt. Eine Ansichtskarte von Salzburg im Jahr 2000. Diese Ansichtskarte wurde im Jahr 1900 gedruckt. Sie können sich vorstellen, dass was da drauf ist, durchwegs Unsinn ist. Und das war schon nach 20 Jahren, nach 1900, war das nicht mehr richtig. Das heißt heute überhaupt nicht. Mir ist es immer unheimlich, wenn jemand behauptet zu wissen, wie die Zukunft in 20, 30 Jahren aussieht. Ich plädiere, dass wir zu mehr Optimismus übergehen der gegenwärtigen Situation. Ein wichtiger Punkt ist mir die internationale Kooperation. Ich kann nicht nachvollziehen, dass man jetzt, und zwar in Kunst und Wissenschaft, dass man Kooperation mit Individuen in Ländern jetzt abbricht. Ich denke an Russland und China oder sicher auch andere Länder, nur deshalb, weil die Regime haben, deren Positionen wir nicht teilen. Im Gegenteil, Wissenschaft und Kunst, die internationale Kooperation auf diesen Gebieten war immer so eine Brücke zwischen Systemen, soll es auch in Zukunft sein. Und die offenen Denkweisen, die wir benötigen, sind systemübergreifend, für manche Systeme vielleicht sogar ein Problem. Aber es braucht ganz klare Regeln zur politischen Verantwortung. Nun, zur Kunst ein paar Worte, wenn ich sie äußern darf, in aller Bescheidenheit. Und hier natürlich hauptsächlich zur Musik, weil die liegt mir irgendwo besonders nahe. Ich weiß nicht warum. Nein. Ich bin dankbar, dass diese Ouvertüre spirituelle unter dem Namen Lux Eterna begonnen hat mit Bessiens Éclair sur l'au-delà. Lichtblitze oder Gedankenblitze über das Jenseits. Es gibt offenbar mehr als das Faktische. Offenbar gibt uns die Musik, aber auch andere Künste den Zugang zum Mystischen. Und hier ein kleiner Kommentar. Ich hoffe, dass ich nicht meine Kompetenz zu stark überschreite. Eine der Praktiken heute ist Dekonstruktion, auch von großen Werken der Menschheitsgeschichte. Man sucht Inkonsistenzien auf, man überschreibt manchmal das bisher Geschriebene. Das Problem ist, dass dabei die Gefahr besteht, die Komplexität des Originals, die Tiefe des Originals zu verlieren und eine gewisse Banalität des Faktischen einzuführen. Ein Beispiel, für mich eine der mystischsten Stellen, ist, wie Kundry in Parsifal stirbt bei Ansicht des Grals. Sie stirbt den von ihr ersehnten, erlösenden Tod. Wo bleibt diese mystische Aussage, wenn Kundry eines modernen, faktischen Todes stirbt? Oder wo bleibt das Mystische, etwa im Ring des Nibelungen,
die Kraft, zum Beispiel die Kraft des Gesetzes, an der sogar ein Gott scheitert, an die er sogar gar gebunden ist, wenn wir das Reingold durch das moderne Gold ersetzen. Jetzt möchte ich eine Aussage treffen. Diese Dinge habe ich mir lange überlegt. In meinen Augen ist es ein Problem und eine Herausforderung, wenn das Bühnengeschehen nicht kongruent mit der Musik ist. Muss nicht altmodisch aufgezogen sein und so weiter und so fort. Aber es ist, und da bin ich überzeugt, nicht gut für das Hören, weil optisch für uns als Menschen der Gesichtssinn, die Information, die über die Augen kommt, ohne dies viel mehr Information ins Gehirn bringt. Wenn ständig verarbeitet werden muss, optisch, viel verarbeiten muss, das nicht konsistent ist mit der Musik, geht es sicher auf Kosten des Wesentlichen, auf Kosten der Musik in einer Oper. Aber das ist meine persönliche Analyse, sie kann falsch liegen, vielleicht kann man die untermauern. Ein kleiner Punkt noch zu einem, das mir wirklich am Herzen liegt, das ist ein großer Sprung, ist die Frage der politischen Ausgrenzung, die wir in einigen unserer Gesellschaften erleben. Hier gibt es vielleicht Alternativen. Vielleicht sollte man darüber nachdenken, warum extreme populistische Positionen so viele Anhänger haben. Hier geht es natürlich um Emotionalität, aber vielleicht geht es einfach darum, dass die Menschen gehört werden muss. Vielleicht soll man sich mit den Menschen wirklich an den Stammtisch setzen. Das Problem ist, dass der Populismus natürlich an Emotionen anstatt der Vernunft appelliert. Aber es wäre wohl auch eine Aufgabe der Medien, hier stärker konkret zu wirken. Ich glaube nicht, dass es die Aufgabe der Medien ist, höchste Einschalt- und Verkaufsquoten zu erzielen, damit Werbeannahmen steigen. Es ist sicher Aufgabe der Medien, informativ zu wirken. Und zwar informativ in einer durch die Vernunft geprägten Weise. Ich komme zu meinem Schluss. Es hat mich immer sehr bewegt, was Bruckner gesagt hat über sein Te Deum. Er hat gesagt, wenn ich mal sterbe und vor dem Herrn stehe, dann sage ich, das habe ich für dich geschrieben. Das habe ich für dich geschrieben. In ähnlicher Weise, viele Menschen sind heute auf der Suche nach einem Sinn. Ich zitiere den Dalai Lama ganz kurz. If you search, you don't find. You only find if you don't search. In diesem Sinne wünsche ich uns allen, auch nach dem Vorbild von Bruckner und dem Dalai Lama, Demut, Bescheidenheit, Offenheit und Anstand. Ich danke. Ist Wahrheit eine Frage der Mehrheit? Fragt Anton Zeilinger in seiner Rede. Er verweist auf Einsteins Nobelpreis für dessen Arbeiten an Lichtquanten, die er vorantrieb, obwohl die Mehrheit überzeugt war, dass Einsteins Theorien völlig falsch waren, bis er sie beweisen konnte und damit auch eine völlig neue Sicht auf die Wirklichkeit eröffnen konnte. Grundlegend mahnt Zeilinger, dass es zu viele einzelne Regeln in Form bürokratischer Ordnung gäbe, aber zu wenige allgemeingültige Regeln, so sei es etwa nicht alles, was rechtens sei, auch tatsächlich moralisch vertretbar. Hier laufe man als Gesellschaft Gefahr, sich in Banalität zu verlieren und sich somit auch wahrer Kreativität zu berauben. Ja, nun folgt die letzte Musikeinlage des heurigen Eröffnungsfestaktes der Salzburger Festspiele, das Konzert Romanesque von Giorgi Ligeti. Nun, meine Damen und Herren, zuallererst möchte ich mich bedanken
bei allen Künstlerinnen und Künstlern, bei Ihnen, die uns diese Glücksmomente gebracht haben, beim Erleben des Wunders Musik. Einer der Gründe, warum wir so gerne nach Salzburg kommen zu den Festspielen. So, meine Redezeit ist, glaube ich, schon um, aber vielleicht habe ich den falschen Kalender in der Hand. Ich wollte ein paar Worte über unsere Zukunftsbilder verlieren, auch eine wichtige Aufgabe der Politik. Ich verwende den Plural, um zu vermeiden, es kann nicht ein dogmatisches Bild von Zukunft geben, es wird immer mehrere interessante Varianten geben. Zukunft, auf die man sich freuen kann. Als Leitbild vielleicht ein Bild von einer Gemeinschaft, einer gemeinsamen Gesellschaft zu entwerfen, an der die Einzelnen gerne teilnehmen, weil man das Gefühl hat, ja, das ist auch meine Gemeinschaft, meine Gesellschaft. Wenn man mit den Leuten redet, hört man natürlich im Wesentlichen Sorgen. Sorgen um die Leistbarkeit des Lebens, um den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft, funktionierendes Gesundheitssystem, ein aktuelles Thema, der Ausgleich zwischen den Generationen, Gerechtigkeit und Fairness zwischen den Geschlechtern, zum Beispiel am Arbeitsmarkt, Sorgen um die Migration, um den Krieg, Sorgen um die Zukunft der Menschheit angesichts des Klimanotstands und so weiter und so weiter. Alles reale oder die meisten davon reale Dinge. Es ist ja nur menschlich, wenn man dann verunsichert ist. Manche reagieren angesichts der vielen Themen, die anstehen, mit Fatalismus, andere mit Verleugnung oder Verdrängung. Vielleicht gibt es dazwischen, in der berühmten Mitte, einen anderen Weg. Ich nenne es einmal den Weg des begründeten Optimismus. Nicht des blinden Optimismus, des begründeten Optimismus. Was stelle ich mir darunter vor? Also nicht einfach, dass sich das alles schon irgendwie ausgehen wird, das wäre naiv. Es soll auch nicht das Pfeifen im Walde sein, um die Angst zu vertreiben, sondern begründeter Optimismus bezieht sich auf konkrete Fakten, hält sich an ganz konkreten Beispielen, die bewiesen haben, dass es geht, an ganz konkreten Menschen, die nicht nur reden, sondern machen, die etwas ändern, die etwas schaffen. Unwillkürlich fällt mein Blick auf unseren jüngsten Nobelpreisträger. Begründeter Optimismus nimmt sich ein Beispiel und handelt danach und gibt so auch ein Beispiel für andere. Und ich lade Sie ein, Ihre Augen zu öffnen und Ihren Blick darauf zu richten, zu schärfen für die vielen guten Beispiele, die es in unserem Land gibt. Und es gab und gibt zu allen Zeiten Gründe, optimistisch zu sein, wohl begründet optimistisch zu sein. Und das offensichtlich, in meinen Augen, offensichtlichste Beispiel dafür ist, wir sind frei. Wir leben in einer liberalen Demokratie. Und jeder Mensch kann im Rahmen der Menschenrechte und der Menschenpflichten tun und lassen, was jeder Mensch tun oder lassen will. Jeder Mensch kann lieben, wen er will und kann sein, wer er ist. Die männliche Form ist, weil der Mensch ist halt männlich. Können wir uns kurz einmal darüber freuen, dass das so ist? Es ist nicht selbstverständlich und wir tun gut daran, die liberale Demokratie zu beschützen, denn sie ist die Grundlage einer friedlichen Zukunft. Es gab auch bei uns dunkle Zeiten, in denen Menschenrechte bestenfalls selektiv gegolten haben und die Hoffnung fast tot war. Aber wir Menschen können gar nicht anders, als nach dem Licht zu streben. Vielleicht sind wir da auch nicht anders als die Pflanzen. Aber ich sehe tatsächliche Bedrohungen. Eine Bedrohung unserer liberalen Demokratie ist die abnehmende Toleranz. Das wurde heute schon erwähnt. Zu oft vermisse zumindest ich, den respektvollen Umgang miteinander. Wir diskutieren kaum mehr miteinander. Oft bestätigen wir uns nur in der eigenen Meinung und wenn jemand anderer Meinung ist, dann hören wir ihn oder sie kaum noch.
weil er oder sie in gewisser Weise zu weit weg ist, nämlich auf der anderen Seite des Grabens, der durch unsere Gesellschaft führt, schalldicht eingepackt, behütet in der Blase in den sozialen Medien. Jetzt können wir darüber lamentieren, à la Hamlet, habe ich heute gelernt. Aber hat das einen Sinn, dass die Algorithmen uns ganz automatisch nur Meinungen zuspielen, die uns Recht geben und in unserer Meinung bestätigen oder anstacheln, ist ja kein neues Phänomen. Ich kann mich erinnern, vor Jahren einmal besuchte ich ein bestimmtes Buch und bin auf eine Amazon-Seite gestoßen. Das Buch fand sich dort auch und gleich ein Hinweis, wenn Sie dieses Buch interessiert, könnten Sie auch folgende Bücher auch interessieren. Ich habe daraufhin nie ein Buch bei Amazon bestellt, weil ich mag das nicht. Diese automatische Zuordnung. Also die Situation ist doch so, dass Follower von Herbert Kickl zum Beispiel glauben, in einer ganz anderen Welt zu leben als Follower von Werner Kogler oder von Beate Meinl-Reisinger oder von Karl Nehammer oder von Andreas Babler oder von Alexander van der Bellen. Wir können darüber lamentieren oder wir können versuchen, das zu ändern. Also wieso nicht einmal versuchen, die Algorithmen zu verwirren, indem wir auch denen folgen, das ist Neudeutsch, tut mir leid, auch denen folgen, deren Meinung vielleicht nicht so ganz unserer Meinung entspricht. Auf diese Art bekommen wir dann auch Ausschnitte der Realität zu sehen, die wir anders nie zu Gesicht bekommen hätten. Und auf diese Art bekommen wir vielleicht auch wieder das Bild einer gemeinsamen Realität. Also als Symbol, ich hoffe, als gutes Beispiel dafür, werde ich ab heute dem Instagram-Account von, ist schon erledigt, von Norbert Hofer folgen. Ja? Also die Botschaft ist schon abgesandt, ist schmerzfrei erledigt. Und Herr Hofer, falls Sie zuhören, können Sie ruhig auch dem Account von Greta Thunberg zum Beispiel followen. Zum Beispiel, vielleicht tun Sie es ja eh schon. Und Sie hier alle in diesem wunderbaren Raum, keine Ahnung, folgen Sie einmal Fridays for Future vielleicht oder dem jeweiligen Autofahrerclub. Andere Seite hören. Ändern Sie die Spielregeln mit einem Wort, bringen Sie Ihre Blase zum Platzen. Bringen Sie Ihre Blase zum Platzen. Nicht, dass es mir leicht fällt, aber reden Sie mit Leuten, die Sie nicht kennen, die nicht zu Ihrer Gruppe gehören. Fragen Sie Ihren Nachbarn, was er beruflich macht, falls Sie es noch nicht wissen. Besuchen Sie einmal die benachbarte Blase. Followen Sie den Menschen, denen Sie nicht folgen würden, jedenfalls nicht automatisch. Gehen Sie ins Gasthaus, der Stammtisch wurde heute schon erwähnt, Fußballplatz, sehr geeignet. Ins Theater, egal, aber reden Sie miteinander. Tauschen Sie Ihre Ansichten aus und hören Sie einander zu. Sie haben eine fast ausgestorbene Tätigkeit. Lesen Sie vielleicht morgen etwas, zum Beispiel ein digitales Medium, das Sie noch nie gelesen haben. Und nutzen Sie die sogenannte vierte Gewalt, die Medien, unabhängige Medien, berichten über Inhalte und Fakten und nicht über sich selbst verstärkende Fake News aus den Bubbles. Eine Idee, meine Damen und Herren, vielleicht schaffen wir
es dadurch endlich wieder ein gemeinsames Bild von Wirklichkeit zu bekommen. Lassen Sie uns gemeinsam die Algorithmen verwirren, nämlich die verwirren, und nicht wie heute umgekehrt. Wir müssen uns nicht mögen, um uns zu liken. Wir müssen uns auch nicht aufs Wort folgen, um uns zu followen. Das ist ein Vorteil dieses Neudeutschen. Vielleicht kommen wir dann in einen neuen gesellschaftlichen Zustand, einen Zustand, in dem uns eine andere Meinung nicht nur provoziert oder triggert, wie man heute sagt, sondern in dem wir diese Meinung nutzen, um dann einen gemeinsamen Standpunkt zu entwickeln, um einander bereichern zu können, um das Beste aus dem anderen herauszuholen und nicht das Niedrigste, um Frau Gertrude zu zitieren, 2016. Das ist eine Zukunft, auf die ich mich freue, eine Zukunft, in der wir das Beste aus uns herausholen. Meine Damen und Herren, ich habe es schon einmal gesagt, aber es wurde vielleicht überhört, ich wiederhole kurz, lassen Sie uns über unsere Herausforderungen als Gesellschaft reden, lassen Sie uns das lösungsorientiert tun, lassen Sie uns ruhig streiten, konstruktiv streiten, bringen wir das Beste in uns zum Vorschein und nicht das Niedrigste. Und ich freue mich auf den Tag, in dem wir wieder um die beste Lösung streiten und nicht nur aneinander vorbeireden. Ich freue mich darauf, ich freue mich auf diese Zukunft, ich bin optimistisch, ich kenne unser schönes Österreich und ich weiß, was wir miteinander alles erreichen können. Aber zunächst freue ich mich auf die Salzburger Festspiele, die ich hiermit eröffne. Danke schön. Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat seine Rede für einen Aufruf zum begründeten Optimismus genutzt. Trotz aller Schwierigkeiten und Herausforderungen von Krieg, Überteuerung bis hin zu Klimawandel gäbe es einen Weg zwischen Fatalismus und Verleugnung, nämlich den begründeten Optimismus. Der beste Grund für Optimismus sei, dass wir in einer liberalen Demokratie leben, so der Bundespräsident. Doch abnehmende Toleranz und Respekt sei eine akute Bedrohung für die Demokratie. Geschürt würde dieser Eindruck durch die Meinungsblasen sozialer Medien. Daher appelliert Van der Bellen, bringen Sie Ihre Blase zum Platzen, und meint damit, es sollte wieder mehr miteinander in der realen Welt gesprochen werden, als übereinander in der digitalen Welt zu schimpfen. Dadurch könnte dann wieder um die besten Lösungen gestritten werden, anstatt nur aneinander vorbeizureden, so der Bundespräsident. Und nun folgen die Salzburger Landeshymne und die Europahymne, gespielt vom Mozarteum Orchester, dirigiert von Roberto González Monjas.